Der wiegt mindestens 3,5 Kilo, das sieht jeder, ne? Super. 300 Gramm ungefähr, ne? Landpreis alleine ungefähr 100 Gramm, 7,90 Euro. Habe ich doch Bratwurstfilet dabei, gestern noch in Hamburg, jetzt schon bei euch. Guckt euch das an, schönes Lachsstückchen dabei. Große Familie, kleine Familie. Ich pack mal richtig was rein, weil das Fernsehen da ist. Ne? Du hast jetzt Hamburg, meine Perle. Es sind vor allem Marktschreier, wie er hier, die den Hamburger Fischmarkt zu einem besonderen Erlebnis machen. Von heute bis Sonntag gastiert der Markt noch auf dem Brucker Hauptplatz. Der aktuellen Situation geschuldet, etwas kleiner, mit weniger Marktschreiern und ohne Rahmenprogramm. Ja, eigentlich ist das Besondere an unserem Fischmarkt sind halt die Marktschreier. Die Marktschreier sind eben das A und O an der ganzen Geschichte. Die mit ihren Sprüchen lockern die natürlich die Atmosphäre auf. Normalerweise steht alles voll mit Bierzeltgarnituren und da können die Leute dann noch mal ruhig 2-3 Stunden verweilen und ein bisschen Spaß haben. Das macht eigentlich den Hamburger Fischmarkt aus. Leider durch Corona alles eingeschränkt. Aber wir fahren jetzt schon den 5. oder 6. Markt hier in Österreich und immer nur mit 1, maximal 2 Marktschreier und das funktioniert auch ganz gut. Trotz der Einschränkungen, die vielen Schmankerl sind es auf alle Fälle wert, dem Markt einen Besuch abzustatten. Wir haben für die Besucher mitgebracht unseren echt finnischen Flammlachs. Dann haben wir mitgebracht unseren Olivenstand mit Feinkost, mit alles Mögliche an Kräuterquark und für gefüllte Oliven und so was alles. Wir haben aus Österreich dabei, aus Tulln haben wir dabei den Rainer mit unserem Burger und mit Pulled Pork. Dann haben wir unseren Zuckerwattenstand dabei. Wir haben einmal dabei Gewürze aus aller Welt. Wir haben Bergkäse dabei. Dann gibt es unseren geräucherten Aal. Wir haben den Fischimbiss dabei. Wir haben einen Backfischstand dabei mit alles Mögliche an heiße Ware. Und. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, Freitag und Samstag ist der Markt bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Lass dir schmecken, dann ja auch, tschüss. Und schon wieder was verkauft!